Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von MAB Barbecue, Barbecue aus dem Apachen Pub. Heute machen wir was richtig Cooles. Wir machen heute Cordon Bleu, aber nicht irgendein Cordon Bleu. Seid gespannt. Ja, Freunde, für unsere wunderbaren Cordon Bleus brauchen wir Folgendes. Und zwar Schnitzelfleisch. Das ist hier ein Schweineschnitzelfleisch. Ich hätte gerne Kalbschnitzelfleisch gehabt, habe ich leider heute nicht bekommen. Des Weiteren brauchen wir Merguez-Würstchen, das sind spanische Lammwürstchen, schmecken sehr, sehr lecker. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer und wir brauchen einen Parmesankäse am Stück. Ich habe hier eine Reibe bzw. einen Käsehobel. Wir brauchen ein paar Zahnpiker, ein Messer und natürlich auch eine Tüte und einen Argumentationsverstärker, um das Ganze noch platt zu klopfen. Also nicht lange schnacken, wir legen sofort los. So, hier haben wir unsere Hilfe, die Tüte schon mal ausgebreitet. Dann schnappen wir uns ein Schnitzelchen, legen es hier rein, klappen zu und machen es platt. Es könnte wieder Krach machen. So sollen die dann aussehen. Ich mache die anderen beiden jetzt auch noch fertig. Dann werden wir auf der Innenseite einmal salzen und pfeffern. Schnappen wir uns hier so eine Wurst und holen das Wurstbrät aus der Pelle. Mal gucken, ob das funktioniert. Das tut es. So. Machen wir mal eine, trocknen wir das mal ein bisschen platt hier. Nicht ganz bis vorne, weil wir klappen es ja gleich um. Dann schnappen wir uns unseren Käse. Und reiben erstmal hier schön ein paar Streifen runter. Zack. Und dann klappen wir das jetzt einfach um. Drücken das noch ein bisschen in Form. Wunderbar. Und dann machen wir hier vorne noch jeweils einen Spieß rein, dass es uns nicht auseinanderklappt. Zack. So, ich habe den Keramikgrill, den Sogambo, schon angeschmissen. Und wir wollen es gleich erst ein bisschen räuchern. Und zwar nehmen wir dazu Pflaumenholz. Ich warte jetzt darauf, dass der Grill seine Temperatur erreicht hat. Ich denke mal so 120 Grad. Und dann fangen wir an am Grill. Ja, und bevor ich es vergesse, noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Und da wir es ja indirekt grillen bzw. ja räuchern, kann das auch nicht verbrennen. Gut, und der Grill ist gleich soweit, also los geht's am Grill. So, schauen wir uns mal kurz das Setup an. Ich öffne mal, wir sind jetzt bei 100 Grad. Kohlen sind entzündet. Ich habe hier die Deflektorsteine drin. Hier habe ich mein Räucherholz. Das lege ich jetzt einfach hier oben drauf. Platziere unsere Rosten. Machen auch ein bisschen höher. So, schließen nochmal, dass das alles noch ein bisschen warm wird. Und dann legen wir gleich das Fleisch auf. So, dann würde ich sagen, auflegen. Es fängt langsam an zu räuchern. Und wir legen es jetzt schön hier in unser Ei. Zack. Wie lange es brauchen wird, keine Ahnung. Wir gucken einfach zwischendurch mal rein. So, ihr Lieben, und während der Apachenpapier Räucherzeichen gibt, noch was anderes. Und zwar hat mir der liebe Tino von Grill5O Sticker geschickt. Mein Lieber, du kommst mit an mein Fenster und ich schicke dir natürlich auch welche. Irgendwann später. So, 30 Minuten Räucherphase sind jetzt rum. Wir gucken mal rein. Wie sieht es denn aus? Oh ja. Ja, so leichte rosa Färbung haben wir. Ich habe schon mal die Würstchen zwischendurch mit aufgelegt hier.
die beiden oder die drei restlichen Merguez-Würstchen. Und ich würde sagen, jetzt öffnen wir noch ein bisschen und erhöhen wir die Temperatur jetzt von den 120 Grad so auf 180, würde ich sagen, bis 200. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Merguez-Würstchen. Mal kosten. Die sind auch schön saftig hier. Ein bisschen scharf. Oh, lecker. Also ich glaube, in den Cordon Bleus schmeckt das richtig gut, vor allen Dingen mit dem Käse. Lassen wir uns überraschen. Gunther, du auch? Ja, komm her. Ja. Und? Gut, ne? So, Freunde, das Cordon Bleu ist saftig wie verrückt hier. Das ganze Brett ist schon voll. Ich mache jetzt mal einfach den klassischen Mittelschnitt. Ich schneide es mal durch. Guck mal hier, wenn ich drauf drücke hier, läuft der Saft raus. Oh. Schneide es mal an und schau mal rein. Sieht das nicht fantastisch aus? Herrlich. Dann werde ich mir mal ein Stück abschneiden hier. Scheibe. So. Und dann werde ich die mal probieren. So, Freunde, hier haben wir eine Scheibe von unserem Cordon Bleu. Es tropft sogar beim Hochhalten auf euch. Schön zart. Man sieht auch hier außen diesen rosanen Rauchring von der halben Stunde Zwetschgenrauch oder Pflaumenholzrauch. Die Wurst ist ein bisschen scharf. Und der Käse, das Salzige, deswegen nur ein kleines bisschen Salz und Pfeffer. Also das schmeckt mir sehr gut. Das mache ich nochmal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes unten in die Kommentare. Ihr könnt auch hier oben meinen Kanal abonnieren auf dem Button. Hier zeige ich euch noch ein Video vom letzten Mal. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, euer Oliver von MRB Barbecue. Ciao, bis zum nächsten Mal.